Ich weiß, was Sie planen. Durch meine Psijic-Projektion habe ich eine alte Ritualstätte nördlich von Mistral gesehen. Die Sevipan haben eine mächtige Kreatur namens Sturmatronach beschworen. Sie lassen all diese Energie in den Sturmsklaven fließen, den sie gebunden haben. Die Kreatur kann nur eine gewisse Menge Energie in sich aufnehmen, bevor sie sich auflöst. Die gesamte Energie wird über Kenatis Rast hinwegströmen und alles töten, was mit ihr in Berührung kommt. Bis auf die Donnerkäfer natürlich. Oh, und der Berg im Norden von Mistral wird zerbersten und die Stadt spurlos auslöschen. Oh, und das ist das Geniale ihres Plans. Wie bindet man eine Kreatur, die aus Sturmenergie besteht? Mit dem Wind selbst. Drei Ritualhörner halten den Sturmsklaven gefangen. Aber der Magnetstein hat nun genug Sturmenergie, um den falschen Winden entgegenzuwirken. Elegant, ja? Er wird seine körperliche Gestalt ablegen und die gespeicherte Energie sicher freigeben. Also sicher für Kenatis Rast, meine ich. Ich schlage vor, einen großen Abstand zum Sturmsklaven zu halten, wenn das geschieht. Vielleicht mit einem festen Felsen zwischen ihm und euch. Ihr werdet keine Probleme haben. Und falls doch, habe ich eine Meile von Kenatis Rast entfernt ein Portal geöffnet. Dort werde ich so lange auf offener See auf der Stelle schwimmen, bis ich sehe, dass ihr Erfolg hattet. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin sehr zuversichtlich. Das Ding doch nur hätte sehen können. Kinder des Meeres, eure Bande können den Orkan nicht halten. Ihr habt es geschafft. Schnell jetzt, ihr müsst euch warten. Kommt, ihr müsst diesen Ort verlassen. Folgt mir. Bezweifelt nie das Ausmaß eures Sieges. Jeder auf Kenatis Rast lebt dank eurer Taten. Gute Reise. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Meine Freundin, dem Tod so triumphierend zu entkommen, ist ein ständiger Nervenkitzel, nicht wahr? Natürlich nicht so aufregend für die Maorma. Dank eurer Bemühungen sind die Maorma entweder geflohen oder tot. Kenatis Rast ist sicher und aus freien Stücken Teil des Altmeri-Dominions. Wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, Rasumdar behält vielversprechende Leute im Auge. Wenn Ras gewusst hätte, dass ihr euch so gut schlagt, hätte er eine bessere Belohnung für euch erbettet. Entschuldigung. Die Waffenkammer Mistrals ist nicht mehr, was sie einst war. Die Maorma sind wie ein betrunkener Onkel. Man jagt sie fort und sie kommen trotzdem immer zurück. Beim nächsten Mal wird Kenarti schon auf sie warten. Das Problem ist nur, dass es Orte gibt, die nicht so gut auf sie vorbereitet sind. Wenn die Vipern hier zahlreich genug sind, um Kenarti anzugreifen, dann schweben die gesamten südlichen Meere in Gefahr. Die Königin stattet gerade Auridon einen Besuch ab. Ras möchte euch bitten, euch nach Vulkilwacht aufzumachen und Wachthauptmann Astania Bericht zu erstatten.
Astania kann Ihrer Majestät eine Nachricht überbringen. Vielleicht kann euch jemand auf der Vagabund mitnehmen. Ra's hat gehört, dass Jimila Pläne macht, in See zu stechen. Und er vermutet, sie schuldet euch einen Gefallen. Natürlich. Nach all dem, was ihr für uns getan habt, wäre es unfreundlich, wenn Ra's Nein sagen würde. Dieser ist ein einfacher Khajiit, wie er es schon bei unserem ersten Treffen sagte. Er löst die Probleme, wie sie auftauchen. Er handelt im besten Interesse des Dominions und der Königin. Oh, Ra's wäre nicht überrascht. Ihr habt eure Kompetenz schon unter Beweis gestellt. Einfache Khajiit wie dieser neigen dazu, kompetente Leute wie euch zu brauchen. Heute habt ihr Mistral vor der Zerstörung bewahrt. Kenarti selbst muss über euch wachen. Die Vagabund ist auf dem Weg nach Auridon und wir sind froh, euch dorthin mitzunehmen. Wenn ihr soweit seid, springt in die Barkasse. Ihr bekommt eure eigene Koje. Die ist denn voll Gold. Es kann sich sehr lohnen, nach einem Orkan ein heiles Schiff zu besitzen. Selbst wenn die einzige Fracht Würdenträger des Dominions sind, die eine Überfahrt brauchen. Seid unbesorgt. Ich werde kein Geld von euch verlangen. Ohne eure Hilfe wäre die Vagabund nur noch ein Haufen zerborstenes Holz. Ja, die Vagabund ist wieder voll in Schuss und bereit für schweren Seegang. Dank der Spenden der Maormer konnte Quartiermeister Oblan sogar ein paar Verbesserungen machen. Keine Angst, sie wird euch sicher nach Auridon bringen.